Eine Stadt vor unserer Zeit. Vergangene Zeiten? Sie lebten in unserer Stadt. Unsere Nachbarn. Nur im Gestern? Die Faulenstraße im Jahr 1930. Das Gute und das Böse. Es ist alles noch da, denn wir können uns erinnern. Nationalsozialistische Kraftfahrer aus Bremen im Oldenburgischen. Bremer, die es sich leisten können, werden mobil. 1938 auf der Autobahn beim Grundbergsee. Achtung, Passanten! Ferdinand Porsches Volkswagen in Stromlinie. Waldemar Koch ist ihr größter Händler. So geht Waschstraße 1955. Das Wirtschaftswunder macht mobil. Aktuelle Schaubude, der NDR sendet aus Bremen. Werner Becker im Talk mit Karl Borgwardt und Waldemar Koch. Noch gehen Bremer Kraftwagen in alle Welt. Vom Herdentor Steinweg, freier Blick auf das Haus des Reichs. Behelfsbauten. Einst stand hier Hillmanns Hotel. Viel Verkehr am Wall. Bremen vor zwei, drei Generationen. Zum bewegten Leben erweckt aus farbigen Filmen.